So, wie man sieht, bin ich heute mal nicht bei mir im Bastelstübchen, sondern habe mich ein bisschen hoch rausgewagt. Ich stehe nämlich hier über den Dächern meines Heimatortes, habe eine schöne Aussicht, aber ich bin natürlich nicht hier oben, um die Aussicht zu genießen, sondern um ein kleines neues Projekt anzufangen, was die nächsten Folgen uns wohl hier ein bisschen begleiten wird. Und auch wenn Sonnenschutz wahrscheinlich sehr sinnvoll wäre hier, so werde ich mir doch eher die Sonne etwas zunutze machen. Es geht nämlich um eine Solaranlage. Ich habe mir da nämlich ein paar Panels besorgt, die gibt es momentan relativ günstig. Und ich werde jetzt über die nächsten Folgen verteilt mal so ein bisschen sagen, was man damit alles machen kann. So, das hier ist die erste dieser Zellen. Man sieht von hier nicht allzu viel. Handelt sich um eine 10 Watt Zelle, die von Schott Solar hergestellt wurde. Die waren vor einiger Zeit mal bei Pearl im Angebot, ist bei mir jetzt schon länger in Betrieb und die werde ich auch wahrscheinlich da lassen. Aber neu hinzugekommen ist was anderes, und zwar, wenn wir von unten schauen, sehen wir das viel besser. Da ist die zweite Solarzelle unterm Fenster. Dabei handelt es sich um ein 80 Watt Modell, was frisch von eBay runtergeschossen wurde. Und die soll jetzt die ganze Anlage doch etwas viel erweitern. Ja, normalerweise sage ich ja bereits, das hier ist mein Ansatz, und zwar sieht er etwas anders aus. Ich betreibe das Ganze nämlich rein auf 12 Volt. Wenn man sich hier das Ganze nämlich anschaut, sieht man, da haben wir nur die Akkus und die Laderegler, aber keinen Wechselrichter für 220 Volt oder gar irgendeine Möglichkeit zur Netzeinspeisung. Ja, zum Aufbau ist, denke ich, nicht viel zu sagen. Wir sehen hier oben die zwei Laderegler, einmal für die kleine Solarzelle, einmal für die große. Empfehlung meinerseits, den hier nicht holen, das ist ein Fake-Controller, aber naja, nachher ist man immer schlauer, aber ich sag mal so, da meine Akkus ohnehin nicht so überdimensioniert sind, bekommt der hier die auch ohne Probleme voll, wie man sieht. Ja, darunter haben wir einen Sicherungskasten, das ist so einer, wie man sie eventuell aus Fahrzeugen oder ähnlichem kennt, da sind also diese flachen Autosicherungen drin, das sind diese hier, und damit sichere ich dann entsprechend die einzelnen Solarzellen, die Akkus und die Stromkreise, die ich hier verteilt habe, ab. Und wenn wir beim Akku sind, das ist hier unten, wie man sieht, sind jetzt ungefähr, was soll das sein, ich glaube 30-40 Amperestunden, die hier zusammengekommen sind. Bei den Akkus sollte man darauf aufpassen, dass man zyklenfeste holt. Das heißt also zum Beispiel spezielle Solarbatterien wie die hier oder die anderen, die stammen aus USV-Systemen. Die gehen meistens auch. Autobatterien theoretisch machbar. Allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass die Autobatterien nicht dafür ausgelegt sind, die ganze Zeit geladen und entladen zu werden. Jedenfalls nicht in diesen hohen Bereichen, die bei Solar nötig sind. Deswegen altern die wesentlich schneller. Ja, wie man hier sieht, hier ist ein Messkabel. Das liegt daran, dass ich momentan noch am Einmessen bin. Und wenn wir mal gerade drauf schauen, wir sehen, die ganze Anlage produziert momentan ja so etwa 1 Ampere, was mir zwar ein bisschen wenig gerade vorkommt, aber vielleicht ist gerade draußen eine Wolke davor gekommen.
Offensichtlich. Ja, offensichtlich war es eine Wolke, denn jetzt haben wir hier zwischenzeitlich schon mal 3 bis 4 Ampere. Das sieht doch schon besser aus. Was man auch berücksichtigen sollte, wenn man so eine Anlage aufbaut, ist sowas hier. Das ist ein Tiefentladeschutz. Das heißt, hier kommt der Akku und die Last dran. Der wird also dazwischen geklemmt. Und dieses Teil hier schaltet die Last ab, wenn die Akkuspannung unter einen speziellen Wert sinkt. Das ist dafür nötig, da diese Akkus sonst tief entladen werden könnten und dadurch stark beschädigt werden. Der hier verhindert das. Ich habe es jetzt nicht mehr angeklemmt, das hier ist nur noch lose, weil der Solarcontroller, den ich habe, das integriert hat. So, jetzt müssen dann nur noch die Wolken da oben verschwinden und schon habe ich meine eigene gut funktionierende Stromquelle. Und was man damit alles betreiben kann, das zeige ich euch, wie gesagt, in den nächsten Folgen von Bitbastlei.